Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil, dem HD Remaster. Ich habe nochmal gespeichert und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal weiter in den Garten. Ich habe nämlich einiges eingesammelt, unter anderem die Batterie und die können wir jetzt gut gebrauchen. So, die Modus, die lasse ich mal hier, weil die brauche ich jetzt echt nicht. Das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Ich brauche eigentlich nur die Schrotflinte und den Schlüssel und die Kurbel sowie die Batterie und dann habe ich alles. So, ich hoffe mal... Mir kommen jetzt hier keine frechen Hunter mehr um die Ohren, das ist... Ja, der Türgriff wurde repariert. Hast du gut gemacht, Wesker. Du bist der Beste. Wahrscheinlich hat er irgendwie gerade einen Stift reingesteckt in den Griff, dass der nicht abfällt. Aber ich sag ja, Chris, der kann das nicht. Der ist so ein bisschen, unbeholfen. Ja, Chris ist wirklich so ein bisschen unbeholfen, glaube ich, was das angeht. Außer Schießen kann der nicht so viel. Rebecca! Is she upstairs? Oh, kacke, Leute. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal angesprochen. Huch. Da habe ich es schon ein bisschen verraten. Ich glaube, dass, das werde ich mal rausschneiden oder so, was ich da letztes Mal gesagt habe. Das ist nicht, Ja, mal sehen. Das war jetzt nämlich ein bisschen gespoilert letztes Mal, was ich hier gesagt habe, weil ich dachte, das passiert nicht mehr. Aber es passiert jetzt doch gerade. Verdammt. Ich muss nämlich ganz schnell hier hoch. Die liebe Rebecca wird nämlich gerade angegriffen. Wie ihr gehört habt. Oh, Becky, ich passe auf dich auf, mein Liebchen. Ich passe auf dich auf. Da ist sie, glaube ich. Schnell zu Becky. Alter Schwede, ist das übel. Dreckvieh, das war knapp. Ein Achievement. Rebecca. Chris. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Wisst ihr, was das Gemeine ist? Ich glaube, man kann sie hier sterben lassen. Ernsthaft, wenn man hier nicht rechtzeitig kommt, dann stirbt Becky und wird auch später nicht mehr auftauchen, soweit ich weiß. Das ist ganz schön fies, ne? Also, ich find's ganz schön fies. Naja. Aber man kann sich so andere Endings freispielen. Damals auf PlayStation war das noch gar nicht so interessant. Denn... Ja, wie soll ich sagen? Damals hat es ja noch keine Achievements gegeben. Man hat nur eigene Ziele gehabt in Spielen und die konnte man dann wieder umsetzen oder nicht, wenn man nicht wollte. Und ich habe, glaube ich, so oft den ersten Teil durchgespielt, dass ich wirklich alles gesehen habe. Weil, ja, kommt halt einfach, wenn man es irgendwie 100.000 Mal anzockt und durchspielt. Hier machen wir die Lampe an, genau. Wunderbar. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Und ein Metallobjekt, ja. Da habe ich beim ersten Mal schon fälschlicherweise angenommen, das hilft uns jetzt schon, um hier unter die Treppe zu kommen. Stimmt aber nicht. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Da ist aber noch was. Ah, Schrotmunition. Ein altmodisches Telefon. Das Kabel wurde durchgeschnitten. Nee, schön, dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Das Medaillon werde ich jetzt einfach mal mitnehmen, dieses Steinobjekt. Das holen wir uns dann später wieder. Also das packe ich dann in die Kiste, weil gleich komme ich wieder an eine Kiste. So viel sei verraten. Oh, das wird so gut. Das wird so gut. Ich habe hier so ein bisschen Bammel hier, ne? Es könnten überall wieder Hunter um die Ecke rennen. So, aber ich kann jetzt hier noch ein bisschen was aufsammeln. Nämlich ein Halsspray und ein bisschen Schrot. Geil, geil, geil. Das Halsspray werde ich bestimmt nicht nutzen, Leute. Das ist nämlich etwas, was man nicht nutzen sollte. Nur mal so. Jo. Das im Gang übrigens, das Rote, das hole ich mir dann auch noch. Denn, wie soll ich sagen, das... Da kommen wir später zu. Diese blöden Hunter, wenn ich da schon daran denke. Der. So, ich muss jetzt leider erstmal wieder ganz hier durch. Das ist ein bisschen umständlich, finde ich übrigens. Dass man hier das... Na gut, ich hätte eigentlich gleich... Nee, hätte ich nicht. Hätte ich gar nicht. Ich hätte gar nicht erst diesen
Ne, ich muss das ja unten machen, glaube ich. Naja, werdet gleich sehen, was ich meine. Ich fange schon wieder an, ne? Ich fange schon wieder an. Oh nein. Ey, wenn ihr mich... Alter Schwede. Hier vergiftet zu werden, ist das Unnötigste, was einem passieren kann. Und ich finde es so fies, dass das geht überhaupt. Dass man hier vergiftet werden kann, das ist so unnötig. So unnötig. Warte mal. 4 Dolche und 6 Granaten. Das ist ein Hund, ne? Immer noch. Oh nein. Immer noch Hundis. Und hier die Batterie rein. Schnell. Yes. Weißt du, ich stelle mir gerade vor, wie er in aller Seelenruhe... In aller Seelenruhe die Kontakte hier anschraubt. An die beiden halt, ne? Anode, Kathode. Und die Hunde rennen da rum und wollen die ganze Zeit beißen, aber können nicht, weil das Spiel sagt nein. Das stelle ich mir so lustig vor. Die Hunde sind ganz frustriert, weil sie mich nicht anknabbern können. Oh. Arme Hundis. Ja, manchmal, ne? Habe ich so ganz... Bin ich so ein bisschen bekloppt im Kopf. Das merkt ihr ja. So. Wunderbar. Machen wir das Ganze wieder rückgängig. So. Dafür haben sie jetzt keine Animation, ne? Vorher, dass das Wasser abläuft, da haben sie extra ein kleines Video reingebracht. Naja. Wäre auch lustig, wenn sie das gerade rückwärts abspielen lassen würden. Dass das Wasser wieder so reingesaugt wird in das Bassin. Das wäre voll gut. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, was Chris hier immer so dran stört. Man kann auch einfach durch das Becken durchschwimmen. Ich meine, es ist zwar nicht unbedingt lecker, wenn man da überlegt, dass da überall noch Schlangen sind, aber das sind ja keine Wasserschlangen. Aber beim Haifischbecken, da hat ihn das auch nicht gestört, oder? Ja, ich fange schon wieder an. Spiele, Videospiele, Logik und so weiter, ne? Sollte man am besten nicht anfangen von... Oh nein. Nam nam nam, der riecht schon. Au! Du Penner! Kriegst mal ein Messer. Alter, warum kann ich das... Ich konnte eben das Messer nicht benutzen. Dover Hund. Kommen die eigentlich hier rein? Nö. Ich bin aber schon gelb. Blöder Hund. Guck mal, wie komisch er die Treppe runter, die Leiter runterläuft. Ganz komisch. So, erstmal in die Kiste. Doch. Erstmal das Heilspray weg, das brauche ich jetzt mal so gar nicht. Und das Medaillon, dieses Metallobjekt, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Also Steinobjekt, warum auch immer das ein Stein ist. So, heilen. Dann nehme ich mir erstmal das Farbband hier. Schrittchen für Schrittchen. So. Warte mal, hier brauchte ich was anderes. Genau, davon ist noch ein Kraut, deswegen muss ich gerade überlegen, weil hier lag ja noch was. Ich nehme mal kurz die Selbstverteidigungswaffe mit. Ich will mal wissen, ob mir die was bringt hier. Kräuter brauche ich jetzt nicht. So. Cool. Sollte passen, oder? Ich hoffe mal nicht, dass ich hier drauf gehe, du. Ohne Heilung fühle ich mich doch schon so ein bisschen schlecht. So ein wenig nackig. Geradezu. Hi. Da ist eine Kugel, ne? Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Unter dem Felsbrocken sind Blutflecken. Blutflecken. So, ich muss hier echt mit leichtem Gepäck reisen, denn es gibt einiges aufzusammeln, weiß ich noch. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch was auf... Oh, da lag es schon, seht ihr? Ja, ein riesiges Loch, aber da ist auch Muni, weißt du, ne? Pistolen-Muni. Nehmen wir die Selbstverteidigungswaffe. Hihi. So ein kleines Pistölchen, guck mal. Die können aber einen ganz schönen Rückstoß haben. Das ist eigentlich gar nicht so gut für die Finger. Die kann man sich da, glaube ich, auch brechen, wenn die einen recht hohen Rückstoß haben. Es gibt einen runden Deckel. Das Teil... Ja, komm, ich nehm's mal mit. Ich brauch's jetzt noch nicht, aber warum soll ich's liegen lassen, ne? Und da ist noch was. Da liegt... Ah, da vorne seht ihr. Ein riesiges Loch, wofür das wohl gegraben wurde.
Und noch mehr Pistolenmunition. Warum ich jetzt hier nochmal Pistolenmunition kriege? Das ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt, weil so viel braucht man nicht mehr. Und man sollte auch nicht Pistolen einsetzen gegen die Hunter, ne? Das wisst ihr ja. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Enrico! Double crosser. Dum dum dum. Armer Enrico. Getötet durch eine Kugel. Wer könnte es sein? Anstatt dass du ihm gleich hinterhergerannt bist. Ja, genau wie Jill. Moment, er hält was in der Hand. Nee, eigentlich lag die auf dem Boden, der hält eine Waffe in der Hand. Enrico ist tot, was wusste er wohl? So, und dieses Mal werde ich nicht erschrecken. Und diese kleine Waffe. Oh, so putzig, so putzig. Ich werde nicht erschrecken. Bitte. Ah! Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Obwohl ich es wusste. Oh, so eine Drecksau. Da kommt einfach mal ein Hunter um die Ecke. Mann. Schnell. Und ihr habt es gehört, der kann Türen öffnen. Wirklich. Ich glaube, der hat den Griff runtergedrückt und hat da die Tür geöffnet, die Sau. Boah, nee, ne? Nö. Ist der tot jetzt? Ernsthaft, das Vieh ist tot? Oh nein. Weißt du, ich habe ihn genau erwischt. Zack, zack. Haben die rote Fingernägel? Selbst als hätte der rot lackierte Krallen. Ganz kurz. Ach komm, das finde ich ein bisschen doof. Man hat halt, die haben halt so eine so I-Frames, so in ne, so Invincibility-Frames, dass sie unverwundbar sind. Wenn sie gerade am Aufstehen sind und man erwischt sie vor dem Moment des Aufstehens, dann trifft man sie nicht. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich blöd. Aber nur mal so. So, die brauche ich auch nie wieder. Diese Pistole, diese kleine, ich glaube, die kann ich gar nicht nachladen, oder? Ey, wenn man die nachladen könnte, das wäre so der Hammer. Also hier, ne, von wegen BAM, einfach mal Munition reinhauen. Komm, ich nehme sie mal mit, oder? Bringt ja nichts, wenn ich die Pistole jetzt... Ich weiß es nicht. Na. Da, ein sechseckiges Loch. Drehen. Oh Leute, das könnte mir jetzt mit der Kamera ein paar Probleme machen, hoffe ich nicht. Ich hoffe nicht, dass die Kamera jetzt rumspinnt, denn dann werde ich ein bisschen mich ärgern, leider. Weil jetzt kommen ein paar Dinge, die muss ich auf jeden Fall machen, aber... Hm. Das hat mir mit Jill den Kopf gekostet. Oh, guck mal, bei ihm haben wir einen Flammenwerfer hier bei Chris. Bei Jill war das nicht der Fall. Oh, ein Stein. Was mache ich denn da? Ah. Aha. Das kann einen hier den Kopf kosten, Leute. Wirklich, das geht so schnell, dass man hier stirbt. Ist mir mit Jill, habt ihr gesehen, ne? Ist mir mit Jill passiert. Hä? Warum ist das hier? Das ist grün, aber da hängt noch das Ding an der Wand. Warte mal, da werde ich doch die Pistole da lassen. Weil ich brauche Platz und das Kraut werde ich, glaube ich, auch ablegen. Besser ist, ne? Aber ich mache mir, glaube ich, immer zu viele Sorgen. Ich meine... Die Pflanze 42 habe ich ja auch ganz gut geschafft. Ohne Heilung sogar. Die hat mich gerade mal ins Gelbe gebracht. Von daher ist das okay. Habe ich nichts mehr? So. Ich hatte doch ein einzelnes grünes Kraut, oder nicht? Na egal. So, wie gesagt, dieses Teil muss ich mitnehmen, glaube ich, denn das... Oder? Nee, ich glaube, wenn ich da nichts reinsetze, dann kann ich die Tür nicht öffnen. Also, hier, wenn die...
Ja, ne? Ihr seht schon, wenn ich das Ding jetzt rausnehme. Ein Flammenwerfer. Da geht hier die Tür zu. Ja, die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Deswegen muss ich den, glaube ich, mitnehmen. Oh yeah. Alter. Nein, nein, nein. Nimm das Messer. Yes. Au. Pennergesicht. Ich hätte die Granate nehmen sollen. Kann ich das... Die sagte, ich kann das wieder aufheben, den Dolch. Geht aber nicht. Also nur, wenn ich den Kopf abschieße. Was bei Huntern ja nicht ohne weiteres möglich ist, ne? So, gut, dass ich den Flammenwerfer habe. Der hätte, glaube ich, gar nicht so viel gebracht gegen das Vieh, oder? Ich weiß es nicht. Oh! Guck mal, die Zähne, die sind schon ein bisschen beeindruckend, aber sonst... Ah, Alter! Da wirft sie mich um, die Sau. Yes! Arachnophobie! Lass es Kotze regnen. Warte mal. Komm mal runter. Ich kann die nicht... Ich kann nicht durch die durchlaufen. Die ist noch... Okay. Warum nicht? Ich meine... Ich brauche das Messer nicht mal, seht ihr? Aber ich bin gelb. Und na, natürlich muss ich da noch was aufsammeln. Weil sonst zählt's ja nicht. Ne, ich muss ja hier das Teil aufsammeln. Das Messer. Das zählt ja als Gegenstand, leider. Eine Karte von Innenhof, erstes Untergeschoss. Moin. Sie haben die Karte. Und das war's. Ja, dann werde ich halt noch die Spinne flambieren. Und, ja, ich bin halt nicht vergiftet, was ein bisschen dumm ist. Kann ich das auch so mampfen? Tatsächlich. Spidey. Ein Kampfmesser. Habe ich jetzt alles? Ja, tatsächlich. Schade. Ich dachte, die Spinnen, die kommen doch gar nicht mehr wieder. Naja. Ja, wie gesagt, alles aufsammeln, das ist meine Devise. Das werde ich auch weiterhin einhalten. So, und hier können wir jetzt nämlich den Flammenwerfer ablegen. Da geht die Tür auch wieder auf. Da kann man doch irgendwas reinklemmen. Stein oder so? Das ist total egal. Chris macht sich's da recht schwer, will ich mal meinen. Oh, guck mal, so ohne Knarre in der Hand läuft er ziemlich schnell, kann das sein? Und das ist, glaube ich... Nee, ist dasselbe Kampfmesser. Ich dachte, das wäre ein anderes. Ist wohl das von Enrico? Enrico! Jill, there's a double crosser in here. So. Ist ja egal. Es war total doof, dass ich das verwendet habe, ne? Naja. Was wollte ich jetzt mitnehmen? Gar nichts. Ist gut. Ist gut so. Aber den Flammenwerfer hätte ich schon gerne noch leer geschossen, weil den braucht man, glaube ich, sonst gar nicht mehr im Spiel. Das ist total unsinnig, den noch weiter mit dann rumzutragen. Beziehungsweise, ich kann ihn ja nicht. Ne? Dann schieße ich ihn lieber gleich leer. Ich weiß auch nicht, ob das eine Wertung abzieht, wenn man hier... Wenn man hier den Flammenwerfer nutzt, weil bei Resident Evil 2 war es ja so, da waren es auch die Heilsprays, da hatte man ja eine Wertung am Ende. Oder auch bei Nemesis, da habe ich einfach so viele Heilsprays benutzt, dass ich dann am Ende eine E-Wertung hatte, so richtig schlecht halt. Ich meine, von der englischen Schulnote her ist es ja eine 5. Und 5 ist nie gut. Vor allem, da ich mir Mühe gegeben habe, ja. So, seht ihr? Flammenwerfer muss ich jetzt hier wieder ablegen, also das war echt nur für die Spinne. Quasi. Und für den einen Hunter. So, aber Leute, ich sehe gerade schon, die Zeit ist leider schon wieder rum soweit. Ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit mir und dem Spiel. Würde mich deswegen sehr über ein paar Likes und Kommentare freuen. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt Resident Evil, das HD Remaster.